Hallo liebe Gäste hier im Wickrad und draußen im Clubhaus. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen die Nickersulmer Sportunion. Ergebnis ist bekannt, 1:2. Bei mir sind die beiden Trainer, zu meiner Rechten Thorsten Damm von der Nickersulmer Sportunion, herzlich willkommen, und unser Cheftrainer Peter Hogel. Herr Damm, ich denke, dass der Grundstein zu dem Auswärtserfolg in der ersten Halbzeit gelegt wurde. Ja, schon. Ich denke, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Hätten, denke ich, aufgrund der Chancen oder der Situation, die wir im Strafraum hatten, schon vielleicht sogar das ein oder andere Tor mehr schießen können. Haben davon natürlich profitiert, weil Spielberg zweite Halbzeit ein Tick besser war, wir durch unsere Konterchancen schon immer gefährlich waren, hätten vielleicht auch da das ein oder andere, die eine oder andere Chance besser nutzen können und das frühzeitig eintüten, das Ding, dass dann der Kopfball vom Alex Zimmermann nicht ins Tor geht, beziehungsweise das 2:1 so spät fällt, war dann natürlich unser Glück, sodass es dann insgesamt, denke ich, schon auch ein verdienter Auswärtssieg war. Vielen Dank. Peter, erste Halbzeit, denke ich, war unsere Mannschaft nicht im Zweikampf nicht stark genug, nicht aggressiv genug. Ja, das ist absolut richtig. Wir waren wieder in allen Belangen unterlegen, denn die ersten zwei richtigen Angriffe von Nickersulm haben dann unmittelbar zu Toren geführt. Und selbst war man nicht in der Lage, uns Torchancen zu erarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir in der ersten Halbzeit einen Torschuss hatten. Es war einfach von der Bereitschaft und der Aggressivität zu wenig. In der zweiten Halbzeit hat man sich dann bemüht, aber jetzt außer dem Kopfball vom Alex war am Abend auch keine Torchance rausgespielt. Der Gegner hätte, wenn er die Konter vielleicht ein bisschen konsequenter ausspielt, vielleicht sogar dann höher gewinnen können. Alles in allem hochverdienter Sieg für Nickersulm und für uns. Es war einfach zu dünn die Leistung, um da Punkte in der Oberliga zu machen. Danke, Peter. Thorsten Damm, mit dem Sieg heute Ligaserie ausgebaut, jetzt 8 Spiele ungeschlagen. Wo führt es noch hin? Ja, wo führt es hin? Ich bin kein Freund von Serien, wobei heute wir schon ein bisschen das Ziel hatten, auswärts mal wieder zu punkten. Letzter Auswärtssieg war, glaube ich, in der Tat am ersten Spieltag, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich weiß, wenn jetzt hier ein Phrasenschwein stehen wird, ich würde ein paar Euro abplatzen. Keine Ahnung, ich weiß, dass der Weg nächste Woche zum nächsten Heimspiel gegen Backnang führt und so blöd klingt. Ich weiß nicht mal, gegen wen wir danach spielen. Keine Ahnung, deshalb muss ich die Frage, brauche ich einen Joker, Telefon-Joker oder so, habe ich keine Ahnung. Ja, ich denke an das nächste Spiel, so blöd es anhört, und hoffe dadurch, dass wir so Schritt für Schritt einfach weiter punkten, was auch immer dann passiert. Vielen Dank. Peter, du hast in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelwechsel nochmal versucht, Impulse zu setzen, aber das ist nicht ganz so richtig umgesetzt worden. Ja gut, man hätte noch mehr wechseln können heute. Wir waren in der ersten Halbzeit einfach von der Laufbereitschaft und der Aggressivität unterlegen. Und wie gesagt, wenn man dann wiederum so schnell dann Gegentreffer bekommt, dann das Selbstvertrauen sowieso nicht groß ist im Moment. Und dann bist du halt gegen so eine Mannschaft mit der Stabilität, die Nickersulm im Moment darstellt, dann bist du halt chancenlos. Und so war es heute. Und ich denke, man hätte noch mehr Spieler wechseln können, aber letztendlich war jetzt Mannbayer keine große Veränderung zu sehen. Wie gesagt, wir haben es ja nicht geschafft, obwohl wir dann den Gegner vielleicht ein bisschen mehr bespielt haben, aber wir haben es ja nicht geschafft, Torchancen zu erarbeiten. Das war ja alles sehr harmlos. Ich hatte in keiner Phase des Spiels den Eindruck, dass wir das Spiel da nochmal drehen können. Von dem her denke ich, der Sieg, der geht absolut in Ordnung und wenn man so spielt, dann hat man einfach keine Punkte auch verdient. Danke, Peter. Auffallend waren natürlich sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit die vielen Ballverluste im Mittelfeld. Ja,
klar, extrem viele Ballverluste, sehr leichte Ballverluste bei den schnellen Spielern, die Negersund dann hat. Dann ist es natürlich schwierig für uns zu verteidigen und so haben wir natürlich dann auch die Tore bekommen. Aus dem Ballbesitz, Mittelfeld, im Ballverlust, dann ein schnelles Umschaltspiel von Negersund und schon war der Ball im Netz gelegen. Und die, wie gesagt, es waren viele einfache Fehler dabei. Ob das dann immer alles auf Verunsicherung und auf den Platz zurückzuführen ist, das will ich jetzt nicht sagen. Wir sind im Moment wirklich sehr angeschlagen. Wir haben uns viel mehr vorgenommen gehabt, aber das, was wir uns vornehmen, können wir einfach im Moment nicht umsetzen und auf den Platz bringen. Und dahingehend, wie gesagt, ist das sehr, sehr enttäuschend, die ganze Geschichte. Die Mannschaft wurde heute in der Kabine versammelt, nach dem Spiel, was ja mir zumindest recht ungewöhnlich erschien. Du siehst auch ziemlich angeschlagen aus, Peter. Wie groß ist die Drucksituation? Ich übersetze es gerne für die Gäste draußen. Ist die Frage an Peter Hohen. Die Mannschaft hat sich in der Kabine versammelt. Was gab es da zu bereden, Peter? Davon weiß ich nichts. Deswegen weiß ich nicht, was die Spieler beredet haben. Es ist schon so, wenn es was zu bereden gibt, dann sollen die Jungs das machen. Für mich persönlich, ich lasse mich von denen nicht beeinflussen, ich ziehe da immer meine eigenen Schlüsse und man wird jetzt sehen, was ich entscheide. Okay, das lässt einige Fragen offen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern, Thorsten Dammer und Peter Hohen, und wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft gute Heimreise und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Das war die Pilna nach der Kopfstrategie der Gesundheit. Dankeschön und bis bald.